wieder mal eine Waffe, die ihr nur aus Science Fiction kennt, hauptsächlich, aber die gibt es ja wirklich, die FN-PS90. Los geht's. Wie immer, die Waffen sind aus Sicherheitsgründen entladen und sicher. Und damit können wir dann auch schon loslegen. Wenn ihr neu hier seid, ich habe auch ein Video in Englisch gemacht. Schaut es euch an. Ja, die FN Herstal PS90 ist die zivile Version der P90, deswegen auch mit dem langen Lauf. Hergestellt in Belgien bei FN Herstal, kommt sie in diesem absolut abgefahrenen Kaliber 5,7x28. Ihr kennt vielleicht die 5.7 von FN Herstal. Sehr viele Waffen von ihnen sind auf diesem Kaliber aufgebaut, wie die P90 oder hier PS90, genauso wie auch die 5.7. Hauptsächlich dafür gedacht, um Armor oder ballistischen Schutz zu durchdringen. Ihr kennt die Waffe bestimmt aus Stargate. Das ist so die Stargate-Waffe, die bekannteste. Aber auch bei Counter-Strike natürlich immer sehr gerne genommen, weil sie eben ein sehr großes Magazin hat. Hier gibt es ein paar ganz spezielle Dinge, die anders sind als bei anderen Waffen. Da reden wir gleich drüber. Erstmal ein paar Daten für euch. Heutiges Shoutout geht raus an unsere Sponsoren Yellow Arsenal und Bravo Zero Six, dass ich hier sein kann und das filmen kann. Und für die Ausstattung techmerch.com. Bei Techmerch kriegt ihr Shirts wie dieses oder dieses Shirt. Schaut rein, es gibt auch taktische Motive für Frauen, nicht nur für Männer. Die Gesamtlänge der FN PS90 liegt bei 504,95 mm. Sie wiegt 2630,84 Gramm. Ihr Magazin hält 50 Schuss. Die Lauflänge ist bei 263,906 mm. Wir haben einen geschlossenen Verschluss, einen Rückstoßlader. Wir können hier Select Fire machen. Das ist ziemlich interessant. Bei der zivilen Version geht nur Einzelfeuer. Und was ist hier speziell an dieser Waffe? Ihr seht es, man greift nach vorne. Man hat hier so einen kleinen Griff. Ein Ballpipe-System, in dem Magazin wandern die Patronen einmal im Kreis. Also quasi, sie werden seitlich reingeladen und werden dann richtig zugedreht und zugeführt. Und das passiert alles hier hinten. Deswegen Ballpipe-System, alles was hinter dem Trigger passiert. Was noch interessant ist, der Auswurf ist hier unten hinter dem Griff. Ihr kriegt die Waffe hier in den USA für ca. $1.800. Das ist schon ein Wort. Die Frage ist natürlich, ist das gerecht, dem Preis? Aber das finden wir natürlich nur auf der Shooting Range raus. Noch eine Sache, die ich hier vorzeigen muss, ist hier dieser kleine Spannhebel. Das ist dieses kleine, dünne Ding hier an der Seite, welches sich auch nur so dann anfassen kann mit einem Finger. Ich weiß nicht, das ist ziemlich schwierig. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber der Trigger, super sanft. Erinnert mich ein bisschen an den Trigger von der Steyr auch. Interessante Waffe. Wir sehen, was sie auf der Range drauf hat. Mal Spaß. Ja, die FN Herstal PS90. Absolut kein Rückstoß. Der Rückstoß ist eher mit einer 22er zu vergleichen. War super viel Spaß, sie zu schießen. War absolut kein Spaß, sie zu laden. Die 50-Schuss-Magazine sind einfach super schwer voll zu machen. Dafür auch wieder schnell leer. Aber das Gewicht ist wunderschön balanciert. Ich habe selten eine Waffe in der Hand gehabt, wo das Gewicht so gut verteilt war. Aber momentan der einzige Nachteil ist, die Munition ist viel zu teuer.